2-0, der Heimsieg des FC Bayern gegen die TSG Hoffenheim. Herr Ehrmann, die wurde auch etwas hoch ausgefallen, oder? Überverdient oder unverdient ist jetzt heute keine Frage. Der Sieg ist absolut verdient für Bayern. Aus meiner Sicht ganz kurz. Zu Beginn des Spiels waren wir gar nicht da, waren wir gar nicht klar mit der Taktik, was wir uns ausgedacht haben. Dann ging es nicht so auf. Gegen Wolfsburg hat es gut funktioniert, gegen Bayern hat es mal 25-30 Grad funktioniert. Dann haben wir umgestellt, dann war es ein bisschen besser, kam man auch besser ins Spiel und hat er dann ab und zu mal eine Aktion nach vorne. Zweite Mannschaft, zweite Halbzeit war ähnlich, Bayern macht Druck. Er konnte uns aber immer wieder mal ein bisschen mehr reinkämpfen ins Spiel, haben das eine oder andere nach vorne machen können, ohne jetzt zwingende Chance zu erspielen. Aus meiner Sicht kam dann der Elfmeter und der war aus meiner Sicht ein klarer Elfmeter. Natürlich, man sieht es meinen Kollegen wahrscheinlich anders, aber egal, der ging eh nicht rein, ging an die Latte. Und das hat natürlich den Spielverlauf nicht entsprochen, aber es wäre 1-1 gestanden und dann sieht es wieder anders aus. Im Nachhinein waren wir mit 3-0, war es dann vielleicht, so wie Sie gesagt haben, am Schluss ein bisschen hoch, aber wenn man die ganze Chance zusammenzählt und die Anfangsphase war es auch für mich okay so. Ja. Wichtig war für uns, dass wir dann doch nochmal ins Spiel gefunden haben und teilweise dann ein bisschen besser Paroli gewonnen haben. Das war aus meiner Sicht. Dankeschön. Thomas Börle, kannst du die Partien anschließen? Ja, auf jeden Fall. Ich denke, dass wir sehr gut ins Spiel gefunden haben heute. Nach, glaube ich, 8 oder 10 Minuten schon 2 oder 3 hochkarätige Torschancen. Und da müssen wir einfach ein Tor machen. Das waren ja eine wirklich 100%ige Torschancen, allein vom Torwart. Die haben wir nicht gemacht und damit baust du immer ein bisschen Gegner auf, das ist ganz klar. Ja, und dann ist es so ein bisschen ausgeglichen geworden, wobei wir, denke ich, gerade in der ersten Halbzeit relativ dominant waren, haben das Spiel gut im Griff gehabt. Ich glaube, ich habe auch keine Torschussszene in der ersten Halbzeit gegen uns. Aber trotzdem, Hoffenheim ist natürlich sehr, sehr konterstark. Das haben wir auch im Spiel gegen Wolfsburg zuletzt sehen können. Haben sie ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Und da müsste immer hellwach sein, immer aufpassen. Gott sei Dank machen wir dann das 1-0 ja, aus dem Flankenball. Ich weiß gerade, ob jemand dran war, keine Ahnung. Das war dann sicher ein bisschen glücklich, aber denke ich, hochverdient. Wir haben sicher auch die eine oder andere Situation noch liegen lassen, wo wir hätten zu Ende spielen müssen. Ja, und in der zweiten Halbzeit war es dann so, dass es etwas ausgeglichener wurde, fand ich. Ziehe ich auch immer wieder auch mit Spielanteilen für Hoffenheim und da sind sie einfach immer wieder gefährlich. Trotzdem gab es eben auch eine zweite Halbzeit, ich glaube, es hat einen Schuss von Zeller. Ich glaube, nichts Gefährliches auf unser Tor. Wir hingegen haben in der zweiten Halbzeit auch immer die klaren Torchancen gehabt, haben aber bestimmt wieder, ich sage es mal, 5 bis 6, 7 Konterchancen liegen lassen. Damit meine ich nicht, dass die Chancen schon da waren, aber die müssen wir einfach sauber zu Ende spielen. Ja? Denn wie wir es dann auch zum Beispiel im vorletzten und beim letzten Tor gemacht haben, da hätte man die Chance gehabt schon 20, 25 Minuten vorher. Ja, und das haben wir leider liegen lassen. Und damit bist du immer am Zittern die ganze Zeit, weil du eben weißt, dass eine Aktion reicht beim Gegner, die auch die Qualität dazu haben. Ja, und das hat man dann gesehen bei der Elfmetersituation. Ich war zu weit weg, mein Gefühl war, dass es kein Elfmeter war. Ich kann es nicht beurteilen, ich habe es nur mit unserem Spieler gesprochen, der gemeint, sie wurde gefault. Wie auch immer, es bringt ja nichts. Gott sei Dank wurde der Elfmeter dann nicht verwandelt. Ich denke, das hat den Spielverlauf auf den Kopf gestellt. Wäre unverdient gewesen, aber so ist Fußball. Ja. Letztendlich wäre man selber schuld gewesen. Ja. Wenn man die Chancen liegen lässt, dann braucht es nicht wundern, wenn du dann auf einmal dann mit 1-1 da stehst. Gott sei Dank, wie gesagt, ist er nicht reingegangen. Dann haben wir unser Spiel weitergemacht und haben, denke ich, dann auch durch die Einwechslung von Vanessa Birki, Vicky Stadelbeck, die beiden ein Tor gemacht haben. Kommen sie sich dann nochmal ja, ein bisschen nachlegen von der Bank. Das war auch wichtig für uns. Und ich denke, letztendlich ja, steht ein 3-0 da, das zwar total verdient ist, sehe ich auch so, aber. Ja, lange Zeit war es dann auch deutlich umkämpfter. Aber wir sind froh über die 3 Punkte, weil wir da jetzt in der ersten Halbzeit landen konnten. Danke, Thomas. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Sonst schauen wir nochmal kurz nach vorne. Jetzt beginnen ja englische Wochen für beide Teams. Die Hoffenheimer haben jetzt zunächst Duisburg zu Gast in der Liga und dann spannendes Pokalspiel in Freiburg. Gibt es da eine Prioritätensetzung von Ihrer Seite? Ich denke jetzt von Spiel zu Spiel, wie man das so schön sagt. Für uns ist jetzt erstmal wichtig, dass wir für Donnerstag Kraft sammeln, dass wir mit Duisburg, die haben 0 Punkte, wir haben 1 Punkt, es gibt ein Duell auf Augenhöhe und hier gibt es erstmal zu bestehen. Und wenn das Spiel rum ist, dann denkt man mal an die Zugabe, an den Pokal. Wir als Trainer zum Beispiel liegt da, ich würde gerne weiterkommen, weil sonst haben wir wieder 3 Wochen Spielpause. Das wird dann mein Kollege zustehen, also der, wo ausscheidet, hat wieder mit diesem schönen Terminplan.
drei Wochen Pause, deshalb wollen wir dann natürlich auch weiterkommen. Aber zuerst kommt jetzt mal Duisburg. Dankeschön. Der FC Bayern muss jetzt dreimal auswärts ran. Und interessantes, ja, wechselbare Gefühle von der Außenseiterrolle zur absoluten Favoritenrolle jetzt. Erst in Wolfsburg, dann in Mainz. Wie siehst du die beiden Spiele? Ja, genau, das wird sich ganz gut. Wir treten jetzt an den aktuellen Champions League-Titelträger, den deutschen Meister. Ja, ich glaube, jetzt habe ich vorhin gelesen, haben heute auch wieder gewonnen, haben glaube ich wieder mit sämtlichen Leuten, die zuletzt letztes Mal wieder gespielt. Also die sind sicherlich da jetzt wieder ganz gut dabei. Wird ein schweres Spiel für uns, weil in Wolfsburg war es traditionell für uns immer schwer. Aber da fahren wir hin, das ist ja, der Außenseiter. Und werden natürlich alles versuchen, um unsere Chancen zu wahren. Und dann, klar, du hast es angesprochen, drei Auswärtsspiele hintereinander, das ist für uns brutal. Man hat auch heute erkennen können, ja, wir haben jetzt, glaube ich, 11 Nationalspieler unterwegs gehabt. Die letzten 10 Tage haben genau 1,5 Einheiten zusammen gehabt, wenn man es genau nimmt. Und das merkst du halt auch, ja, da kommen auch mal natürlich dann nicht gerade total frisch zurück. Ja, ist auch nachvollziehbar, weil das wichtige Playoff-Spiele waren, wichtige Spiele zur WM-Qualifikation waren. Und das ist wie, was mit dem wir mal auch schauen müssen, wie wir dann ja, die nächsten Tage, Wochen dann eben kommen, weil die Auszugsfahrten oder die Flüge, die wir dann haben werden, das wird sicherlich dann auch strapaziös sein. Und die Gegner sind auch nicht ohne. Ja. Also wir freuen uns auf jeden Fall auf das Spiel am Mittwoch, das ist ganz klar. 18 Uhr in Wolfsburg, ist eine tolle Sache für uns. Da können wir jetzt mal befreit aufspielen. Und dann gehen wir eben morgen, wie der Jürgen es auch gesagt hat, von Spiel zu Spiel.